Das Babyglück ist ihr wahrlich anzusehen. Erst vor gut 6 Wochen brachte Nina Eichinger einen Jungen zur Welt. Doch das hält die 34-Jährige nicht davon ab, bei Konen vorbeizuschauen. Bei dem Saisonopening am Mittwoch, den 31. August, stellt das Münchner Modehaus die Herbstkollektion vor. Im Gespräch mit bunte.de verrät die frischgebackene Mama, dass ihr vor allem der Schlafmangel zu schaffen macht. Es ist nicht mehr eine Nacht, es sind Nächte in einer Nacht, weil man es ja eben so zerstückelt kriegt und das ist schon sau anstrengend. Also ich bin da auch eine Mimose, ich bin jemand, ich brauche viel Schlaf, habe ich schon immer gesagt. Und jetzt ist einfach, jetzt gibt es das nicht mehr. Jetzt sind immer nur so 2,5-3 Stunden, wenn man Glück hat und das ist schon, also ich hoffe, es geht bald vorbei. Alle sagen, es ist jetzt die schlimmste Phase, es wird dann besser. Insofern, knock on wood, dass meiner irgendwie ganz schnell bald durchschläft. Doch warum dann auf das Event gehen, wenn man doch eigentlich auch einen gemütlichen Abend auf dem Sofa zu Hause verbringen könnte? Es hat jetzt relativ viel kombiniert. Es ist jetzt nicht ein Event, was irgendwie bis 3 Uhr morgens geht. Es ist von zu Hause ganz nah. Insofern bin ich jetzt wirklich mit Kind und Kegel gekommen sozusagen. Ich konnte meine Mama mitnehmen, die passt jetzt drauf auf. Und es war jetzt perfekt, um es einfach mal auszuprobieren, wie das läuft und kann das funktionieren. Und dann hat es natürlich noch das Schmankerl obendrauf, dass man sich so ein bisschen umschauen kann und gerne eben jetzt die Mode für den Herbst anguckt und eben schaut, was es so gibt und vielleicht sich ein bisschen inspirieren lässt. Das finde ich natürlich jetzt ideal. Ich war jetzt schon ewig nicht mehr shoppen. Und mit der neuen Kollektion von Konen hat die Moderatorin und Schauspielerin da auch gleich eine ganz schöne Auswahl. Und die braucht sie nach eigenen Angaben nach der Schwangerschaft auch. Deswegen ist es noch wichtiger, weil ich einfach in die Klamotten zu Hause, in die viele nicht reinpasse. Insofern ist es noch besser, dass man eben was findet, dass man 1-2 Sachen hat, die einem jetzt dann auch passen. Weil ich momentan trage ich noch schön meine Schwangerschaftsklamotten. Und irgendwie hat man keinen Bock mehr. Es sind jetzt so ein paar Monate immer dieselbe Jeans und sowas. Jetzt will man irgendwie mal was Neues. Verständlich, doch sind wir mal ehrlich, so wie Nina hier vor Mutterglück strahlt, ist es doch eigentlich nebensächlich, welche Klamotten sie trägt.